Herzlich willkommen hier im Bucerius Kunstforum in Hamburg. Ich bin Birte Bernstein, ich bin Erzählerin und ich habe euch ein Märchen mitgebracht. Das werde ich gleich erzählen, hier in der Ausstellung mit den Gemälden von Emil Nolde. Und schaut euch die Bilder an. Ihr werdet den Fischer sehen. Der Fischer wohnte mit seiner Familie in einem kleinen Haus, in einer Hütte am Deich, nahe am Meer. Er hatte eine Frau und Kinder hatte er auch. Viele Kinder. 12 Kinder saßen bei ihm am Tisch und alle hatten Hunger. Jeden Morgen verließ der Fischer die Hütte, um mit seinem Boot aufs Meer hinauszufahren zum Fischfang. Und mal holte er prallvoll gefüllte Netze an Bord und mal fing er bloß ein paar Heringe. Was er fing, verkaufte er auf dem Markt, verdiente ein wenig Geld. Aber es reichte nicht. Es reichte nie, denn 12 Kinder, die haben eine Menge Hunger, die brauchen viel zu essen. Und die Familie war arm, sehr arm. Oft war der Hunger groß. Und wenn dann der Winter kommt, wenn die Tage kürzer werden, die Nächte dunkler, wenn es kälter wird und kälter, wenn diese harte, schlimme Zeit beginnt, dann muss man aufpassen, dass das Feuer im Ofen nicht erlischt. Und abends kann man eine warme Suppe gebrauchen. Doch wenn man 12 Kinder hat, 12. Und wenn der Winter kommt? Der Fischer wusste nicht, wie er seine 12 Kinder über den Winter bringen sollte. Aber was er wusste und was er dann tat, das war an einem Abend, an dem sich der Himmel glutrot färbt, hinauszugehen auf den Deich, denn dort, und das ist sicher, dort wird man den Teufel treffen. Dem kann man seine Seele verkaufen und wenigstens die Kinder über den Winter bringen. Der Fischer tat das. An einem Abend, als sich der Himmel glutrot gefärbt hatte und die flammend roten Wolken sich über das Land schoben, da verließ der Fischer die Hütte. Und mit zitternden Knien und klopfendem Herzen machte er sich hinaus auf den Weg zum Deich. Schon von Weitem sah er den Teufel oben auf dem Deich tanzen. Der Fischer schauerte. Unheimlich sah es aus, wie der Teufel sich vor dem glutroten Abendhimmel abhob. Und der Fischer, er hatte Mühe, seinen Weg fortzusetzen. Doch dann kam er oben auf dem Deich an und Fischer und Teufel schauten sich in die Augen. Ha, Fischer, da bist du ja endlich. Bist du endlich gekommen, mir deine Seele zu verkaufen? Ich kann dir nicht viel dafür geben. Ein Goldstück, weißt du, ein Goldstück gebe ich dir. Was? Nur ein Goldstück? Ha, nur ein Goldstück? Aber das ist zu wenig. Ich habe 12 Kinder und kleine Kinder. Mach dir keine Sorgen. Es ist ein Goldstück des Teufels. Wann immer du etwas bezahlst und wieder hinaustrittst auf die Straße, da wird es sich wieder in deinem Beutel befinden. Es ist ein Goldstück des Teufels. Gut, das hört sich gut an. Ich habe noch eine Bitte. Könntest du mir einen Beutel machen, der sich nur dann öffnet, wenn ich den Befehl dazu gebe? Einen Beutel für das Goldstück, der sich nur dann öffnet, wenn du den Befehl gibst? Deine Bitte sei dir gewährt. Gut. Und ich habe noch eine Bitte. Muss ich dir meine Seele jetzt geben? Jetzt? Ich habe 12 Kinder und sie sind noch klein. Ich habe heute meinen guten Tag. Ich lasse dir deine Seele für 10 Jahre. Aber in 10 Jahren,
In 10 Jahren treffen wir uns hier wieder. Hier auf dem Deich. Und dann bekomme ich deine Seele. Der Teufel gab dem Fischer den Beutel mit dem Goldstück. Und höhnisch lachend lief er auf dem Deich davon. Der Fischer ging den Deich hinunter nach Hause. Am nächsten Tag, da machte er sich daran, seine Schulden zu bezahlen. Und es stimmte, was der Teufel gesagt hatte. Wann immer er in einem Laden etwas bezahlt hatte und wieder hinaustrat auf die Straße, da befand sich das Goldstück wieder in dem Beutel. Ein Goldstück des Teufels. Und dann verging die Zeit. Jeden Morgen verließ der Fischer seine Hütte, um hinauszufahren auf das Meer zum Fischfang. Er warf seine Netze aus, wie es seine Arbeit war, und holte sie manchmal prallvoll gefüllt und manchmal nur mit ein paar mageren Heringen darin an Bord seines Bootes. Die Zeit verstrich. Der Wind fegte über das Land. Die Flut kam und es war wieder Ebbe. Jahr um Jahr um Jahr verging. Der Fischer hatte viel zu tun. Und wenn jemand viel zu tun hat, dann vergeht die Zeit schnell, viel zu schnell. Und viel zu schnell waren 10 Jahre um. An einem Abend, an dem sich der Himmel glutrot gefärbt hatte und die tiefen, flammend roten Wolken über das Land zogen. An so einem Abend verließ der Fischer die Hütte. Es war ihm nicht wohl, denn nun, das war sicher, würde er auf dem Deich den Teufel treffen und dem sollte er seine Seele geben, seine Seele, was... Oh je. Der Fischer ging den kleinen Weg zum Deich und schon von Weitem sah er den Teufel tanzen. Grausig sah es aus, wie sich der Teufel abhob vor dem glutroten Abendhimmel, wie seine Silhouette riesig groß erschien. Dem Fischer zitterten die Knie. Und als der Fischer oben angekommen war und Fischer und Teufel sich in die Augen schauen konnten, da lachte der Teufel ihn aus. Ha, was zitterst du denn so? Ich habe vergessen, wie groß du bist. Du hast so groß ausgesehen von dem Weg. Groß? Das nennst du groß, das ist noch gar nichts. Ich kann noch viel größer sein. Und dann wuchs der Teufel. Er wuchs und wuchs, er wurde größer und größer. Längst war er größer als die kleinen Karten und Häuser, die sich dort am Deich duckten. Längst war er größer als die Baumwipfel da hinten um die Kirche. Und dann von ganz oben, als er in die glutroten Wolken hineingeragt war, von ganz oben hörte der Fischer den Teufel höhnisch lachen. Und dann wurde der Teufel wieder kleiner. Er wurde kleiner und kleiner und kleiner. Und als er seine gewöhnliche Größe wieder erreicht hatte, da fragte der Fischer ihn: Jetzt habe ich gesehen, dass du größer werden kannst, aber... Kannst du auch kleiner werden? Kleiner? Nichts leichter als das. Und der Teufel verringerte seine Größe um die Hälfte. Da ging er dem Fischer nur noch bis zur Hüfte und verringerte seine Größe wieder um die Hälfte. Da ging er dem Fischer nur noch bis zu den Knien und er verringerte seine Größe nochmal um die Hälfte und nochmal und nochmal. Und dann war er so klein, dass der Fischer sich bücken musste, um den Teufel in dem kurzen Gras des Deiches zu erkennen. Da nahm der Fischer den Teufel mit Daumen und Zeigefinger auf, steckte ihn in den Beutel und schnürte den Beutel zu. Der Teufel war gefangen. Es half kein Schreien, kein Toben, kein Zetern. Der Teufel war gefangen. Thank you.
Der Fischer ging nach Hause. Und früh am nächsten Morgen, wie es seine Gewohnheit war, verließ er die Hütte und bestieg sein Boot, um hinauszufahren auf das Meer zum Fischfang. An diesem Tag hatte er seine Netze dabei, wie er es gewohnt war. Und er warf die Netze aus, aber er hatte auch seine Angel dabei. Und an den Haken befestigte er einen ganz besonderen Köder, einen kleinen Lederbeutel. Er warf die Angel aus und er machte einen guten Fang an diesem Tag. Die Netze waren prallvoll gefüllt und an der Angel hing ein fetter Fisch. Der Teufel wurde nie wieder gesehen. Dem Fischer aber ging es wohl und es gelang ihm alles, was er anfing.